Liebe zuhörende Menschen, da unser Adventkonzert aus bekannten Gründen nicht stattfinden konnte, senden wir aus der wunderbaren Basilika St. Michael in Monsee einen musikalischen Gruß mit Musik, hauptsächlich von Johann Sebastian Bach. Wir möchten euch alle grüßen, die ihr normalerweise jetzt proben, spielen, singen und euch im Geist der Musik verbunden treffen würdet. Wir grüßen die Kirchenchöre, besonderer Gruß natürlich an den meinen hier in Monsee. Wir grüßen all die jetzt stummen Chöre, deren Herz, Mund und Seele im musikalisch Trockenen liegen. Alle musizierenden Menschen und nicht zu vergessen alle, die tiefe Sehnsucht spüren nach gemeinsamem, wirklichem Zuhören im Konzert und in der Liturgie. Danke allen, die die nun folgende Aufnahme ermöglicht haben. Danke auch allen, die sie mit einer Spende mitfinanzieren werden. Wir wünschen uns allen eine möglichst gute, friedliche Vorweihnachtszeit, hoffnungsvolle Zuversicht und ein fein verbundenes Hinhören auf unsere gemeinsame und auf unsere persönliche Weihnachtsbotschaft. Johann Sebastian Bachs Musik hat uns mit ihrer feinen Schwingung eingestimmt. Nun komm, du Heiland aller, du, der du uns zu einem ganzen Menschen machst, du, der du uns gesund machst. Die ganze Welt wundert sich, der Erlöser der Welt kommt als Baby, als schutzbedürftiges kleines Kind. Er kommt als Mensch und möchte, dass wir Mensch sind, dass wir menschlich werden, dass wir staunen und uns freuen über das Wunder der Weihnacht. Nun komm, der Heiden Heiland.
öffne dich. Ein Mensch ohne Menschenliebe, was nützt dem die Musik? So schreibt schon Konfuzius. Lassen wir uns also berühren. Lassen wir die Musik in die stille Bereitschaft unseres Herzens. Öffne dich, mein ganzes Herz. Heilung, Gesundheit will bei uns einziehen. Maria, die ihr Herz aufgemacht hat, die bereit war für ihren persönlichen Lebensauftrag. Sie singt während der Begegnung mit der ebenfalls schwangeren Elisabeth ihr großes Magnificat. Im nun folgenden Ausschnitt heißt es: Erfüllt die Hungrigen mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Wenn wir uns unserer eigenen Bedürftigkeit bewusst sind, wenn wir wissen, dass alles Wesentliche Geschenk ist, werden wir die Freude dieser Musik miterleben können. Es ist eine Freude, die aus tiefer Dankbarkeit über das Geschenk unseres Lebens kommt. Thank you.
sieht ihn alles. Musik ohne Worte kann uns sehr viel sagen, kann ungeahnte Saiten in uns zum Schwingen bringen, lässt uns Zärtlichkeit erahnen, kindliche Freude oder einen vorweihnachtlichen Tanz. Wir schließen unsere Aufnahme mit einem Ausblick auf das Weihnachtsfest. In einer der berührendsten Stellen aus Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium wird besungen, dass alles, was wir dem Kind in der Krippe darbringen können, ja nur das ist, was wir ohnehin geschenkt bekommen haben. Dennoch möchte ich mein Leben anbieten. Meinen Geist und meinen Sinn, mein Herz, meine Seele und meinen Mut. Nimm du mein Leben, nimm alles hin und, wie es bei Bach heißt, lass dir's wohlgefallen. Wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete Zeit und ein mit Freude, Sinn und frohem Mut erfülltes Leben. Danke Ihnen für Ihr Zuhören.